Enttäuscht? Haben Sie schon mal mit nassen Händen eine Folie angefasst? Haben Sie schon mal mit den Fingernägeln auf einer Tafel rumgekratzt? Sie gehen schon mal beim Sex meine Füße eingeschlafen. Ich putze 10-mal am Tag die Zähne, meine Fenster putzt der Regen. Wann habe ich das letzte Mal geschlafen? Mal überlegen. Ich habe so eine Wackelkatze aus dem Asia-Shop, die ist der Hit. Ich stell sie auf den Teppich, setz mich davor und wackel mit. Alles, was sich ändert, ändert sich nur durch Zufall. Oder hast du etwa bis zuletzt noch an Schicksal geglaubt? Der Monitor ist kaputt, glaube ich. Hört ihr davon noch was? Jetzt nicht mehr, ne? Warte mal eben, wir müssen mal jemand separieren. Jetzt hat's den Geist aufgegeben, Mensch. Oh. Geht es noch um Jan Marc oder meinst du das überhaupt nicht mehr? Fang nochmal an. Ich soll nochmal anfangen? Gut, pass auf, zweite Strophe. Wie finden Sie denn das Geräusch beim Zahnarzt, wenn ein Zahn gezogen wird? Hopsen Sie nackt durch den Saunagarten, wenn es draußen friert? Ich nicht. Bleiben Sie ruhig, wenn Sie in Urlaub fliegen, mit einer Fluggesellschaft aus Litauen. Was passiert mit Ihnen körperlich, wenn Sie Boris Beckers Kinder anschauen? Ich schabe mit der Gabel auf dem Teller rum. Ich mache Sit-Ups, damit ich nicht noch fetter werde und nicht beim Kacken sterbe. Ich habe so kleine blaue Klebefischchen an meinen Kacheln. Schön wie die kleben, jeden Tag fällt eins runter. Alles, was sich ändert, ändert sich nur durch Zufall. Hast du etwa bis zuletzt noch an Schicksal geglaubt? Entschuld, alles nicht so schlimm, ich bin so rational. Wenn ich an dich denke, krieg ich Gänsehaut. Jetzt guck auf, Gänsehaut. Ist mir egal. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch in meinem Namen nochmal vielen Dank. Herzlich willkommen auch in meinem Namen nochmal vielen Dank. Mein Name ist C. Heiland. Ich habe früher 10 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Mit psychisch kranken Straftätern. Heute mache ich hauptberuflich sowas hier. Ich hoffe, da besteht keinerlei kausaler Zusammenhang. Ja, wo Insassen? Hallo, ja. Nee, kenne ich mich mit aus, ist nicht. Ja, Heiland, vielleicht fragen Sie sich direkt, ist der Name jetzt noch Programm heute Abend? Wird er uns noch erlösen? Ich sage nein. Die neue Züricher Zeitung hingegen sagt, Zitat, es ist unbeschreibbar bewundernswert. Also wenn du immer so schreist, du meinst, das ist... Pass auf, Zitat.
Es ist unbeschreibbar bewundernswert, wie C. Heiland begeistert mit der ihm eigenen sozial relevanten Poesie und einer klaren minimalistischen Prekariatsattitüde. Zitat Ende. Und ich habe seit 6 Wochen nicht mehr gefickt. Ach, du auch, oder? Na gut, aber bei dir könnte ich es verstehen. Ne? Was wird passieren jetzt? Was wird passieren jetzt, bevor ich gleich zum Ende komme? Ich werde versuchen, euch zu beglücken mit einer seltenen Mischung aus Kabarett und Omnicord. Und ihr fragt ja gleich, was ist das, ne? Kabarett. Ein Omnicord ist das hier. Es ist ein japanisches Instrument aus dem Jahr 1981. Es war ehemals gedacht für die musikalische Früherziehung von kleinen japanischen verrückten Kindern. Wurde dann aber letztendlich nur bis 1986 gebaut, weil selbst für diesen Zweck war es einfach zu schlecht. Aber einer muss es ja retten, ne? Wie zieht sich schon aus? Hallo. Ist Stimmung. You can dance if you want. Das zweite Lied, das ich auf diesem Instrument spielen möchte, ist extra für euch rein instrumental. Viel Spaß. Pass auf. Fertig. Die schönsten Dinge gehen dann manchmal schnell vorbei. Bis du von zu Hause kennst. Ja, das war das zweite Stück. Vielen Dank.